Moinsen. Yeah. Ach ja. Ah hey, wenigstens funktioniert auch der Controller automatisch. Automatisch? Ja, passt schon. Gab übrigens den Patch endlich. Den Patch, wo scheinbar Dingensbums hier Nugget endlich mal die Klappe halten kann. Beziehungsweise wohl man, wenn's aktiviert ist, man wohl geschaut hat, dass das dann nicht so viel ist. Weil offenbar gab's wohl auch irgendwelche einzigartigen Sprechblasen, die er scheinbar wohl nicht ständig sagen sollte. Ich lasse es einfach mal aktiviert erstmal, um zu schauen, ob sich da großartig was geändert hat. Naja, gut. Ich habe mich mal schon mal zu einem der... Das kann man bewegen? Okay, cool. Kann man bewegen, ja super. Ich habe mich mal schon mal zu einem der Sublevel mal hinbewegt gehabt, damit ich da reinlatschen kann, um dann die restlichen Sammelobjekte zu finden. Das wird jetzt super toll. Sehe ich das gerade richtig? Ist sein rechtes Auge gerade durch seinen Hut am... durchsteckt? Warte mal, irgendwas... Irgendwas passt bei seinem Gesicht gerade überhaupt nicht. Als wenn der Hut an einer komplett falschen Pose wäre. Mal später mal gucken. Irgendwas ist da falsch. Das kann jetzt was werden, die Sachen zu finden. Vor allem, ich habe die Steuerung gerade nicht mehr so richtig im Kopf. So, kann ich dann mal wieder hoch? Hallo? Das fängt schon mal gut an. Ich klatsche überall gegen, weil ich die Steuerung teilweise nicht mehr im Kopf habe und... Oh. Wait. Muss ich seine Quest machen? Nein, ne? Das ist, glaube ich, vollkommen Latte. Das ist, glaube ich, Latte. Oder ich muss das einfach... Ja, oder ich muss den anlabern und einfach durchlaufen lassen. Das kann auch sein. Oder ich kann einfach abhauen. Hab die Quest erledigt. Hab die Sammelobjekte gefunden und kann dann einfach abzischen und das war's. Sind gespeichert dann. Kann ja sein. Okay, hier war... Das habe ich mit dem Hebel gemacht. Ich habe da irgendwas hochgezogen, was nach einer gewissen Zeit dann einfach wieder nach unten geht. Nee, warte mal. Nee, Quark. Kann jetzt auch wieder nicht stimmen, weil der Teil kam gerade hoch. Oder ich habe was aktiviert, was... Ah, das hier hat das hier aktiviert. Ja, jetzt erklärt es auch... was eigentlich dieser Hebel da machte. Oder beziehungsweise die Hebel. Weil da war ja irgendwo anders an Ort einer. Und da wird wahrscheinlich mein Lamm sein. Ich hoffe mal sehr, dass ich nicht hier eine halbe Ewigkeit rumsuchen werde nach irgendwelchen Sammelobjekten, nur weil ich so blind bin. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher genau, wo... eigentlich die ganzen Sachen in Sin-Ink sein sollen. Weil angeblich habe ich da scheinbar noch ein komplettes Level zur Verfügung stehen. Was eigentlich dann nur heißen kann, wenn ich dann bei den himmlischen Toren bin und habe alles da gefunden und gehe zum Ende hin, dass ich dann... noch nicht fertig bin, sondern dann geht's in der Hölle weiter. Unmöglich. Weg mit der Waffe.
Nein, 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 warte. Ach stimmt, genau, ich wollte was ausprobieren. Ich konnte ja vorher die ganze Zeit, wenn ich mich nicht irre, den Doppelsprung ja nicht benutzen, nachdem ich einen Turboschwung nutzte, richtig? Ist das ein Bug gewesen? Ist das ein Bug gewesen damals? Als ich da bei dieser einen Challenge gewesen war, von einem Lichttor? Dass ich da... Ja echt, ich kann die ganze Zeit einen Doppelsprung machen nach dem Schwung. Das ging vorher nicht. Ja, dass es jetzt kein Doppelsprung ist, ist klar. Aber das ging vorher nicht. Jetzt hat man einen Doppelsprung wieder zur Verfügung stehen? Ja, wie nice. Okay, cool. Sehr nice. Fand ich sowieso sehr eigenartig, dass das weg war. Weil warum zum Geier ist der Doppelsprung weg? Warum ist das hier? Oh. Ach so, hier geht's weiter. Aber hier ist nicht... Oder? Doch, da hinten. Ist das der zweite Hebel? Da ist aber nichts drauf. Und ich denke mal, einfach runterfahren und dann irgendwas finden unter der Wolkendecke geht nicht, ne? Nope. Überhaupt nicht. Wait, warum? Oh. Kann übrigens sein, dass ich eventuell schauen werde, dass ich, wenn ich eine Weile am Suchen bin und hab's einfach nicht finden können, dass ich eventuell dann schaue, dann mir irgendwelche Dinge anzugucken, falls möglich, um die Sammelobjekte zu finden. Oh shit. Oh, wait a second. Ich habe die ganze Zeit nicht bemerkt, dass ich keinen Turboschwung gemacht habe. Ich habe einfach nur einen Schwung gemacht, glaube ich. Kann das sein? Yep. Ich habe einfach nur einen Schwung gemacht. No! Okay, was mache ich da die ganze Zeit? Das ist der Angriff. Okay, warte mal. Okay, 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 sehr nice, super. Das, was ich vorher vermutet habe, hier nach dem einfachen Sprung und dem Turboschwung, dass ich danach keinen Doppelsprung habe, es ist weiterhin so geblieben, dass das jetzt halt gefixt ist. Das ist nice. Das ist sehr nice. Ich habe die ganze Zeit nicht bemerkt, dass ich den Turboschwung nicht machte. Genau könnte der sein. Habe ich den hier schon benutzt? Ja, ich habe den hier schon benutzt, okay. Achso.
Gestern war übrigens auch irgendwie sehr eigenartig hier mit Dingens. Legend of Korra. Keine Ahnung, was da durcheinander gelaufen ist bei denen da, bei Nickelodeon, aber... Hab gegen 1 Uhr das eingeschaltet und dachte mir dann so... Ja, das müsste ja jetzt bestimmt laufen, ne? Läuft, okay, läuft, gut. Ich mache hier PC aus und so weiter und als ich dann mir die Folge dann genauer angucke, denke ich mir so... What the fuck ist das? Hä? Läuft das schon seit Mitternacht oder was? Weil... Das ist ja... Das ist ja gar nicht das, wo das beim letzten Mal aufgehört hat. Hä? Und als dann die Folge zu Ende ging und die nächste startete, stand sie dann... Okay. War ich da unten schon mal drin? Ich glaube nicht. Und als dann die nächste Folge startete, stand sie dann da... Nee, ich war hier, glaube ich, schon mal drin. Yeah, ich war hier schon mal drin. Ja, ich war hier. Definitiv. Und als dann nächste Folge startete, stand dann da... Buch. Ohne Momento, das da sieht verdächtig aus, aber da ist leider nichts. Stand da Buch 4, Episode 2. Ich glaube, Buch 4 und so weiter kann man, glaube ich, als Staffel, glaube ich, mehr oder weniger bezeichnen. Warum zum Geier ist das plötzlich auf einmal eine ganz andere Folge als das, was normalerweise sein sollte? Und das Merkwürdige, ich glaube, nach 2 oder 3 Folgen wurde dann auf einmal dann da weitergemacht, wo er zuletzt aufhörte. Und als dann quasi von dem dritten Buch sozusagen die letzte Folge dann war, fing das wieder von der allerersten Folge an. Das ist wie, als würdest du quasi, weiß ich nicht, guckst irgendeine Serie und bist gerade bei Folge 80. Und statt Folge 81 kommt dann auf einmal Folge 29. Und dann geht's dann von Folge 29... Ne, 29, 92 meinte ich. Von Folge 92 geht's dann Richtung Folge 95. Und dann kommt nach Folge 95 plötzlich dann Folge 81. Nun dann quasi dann in dem Moment, wo dann jetzt eigentlich Folge 92 dann kommen sollte, kommt dann plötzlich Folge 1. What? Irgendwas ist da bei denen aber komplett schief gelaufen. Aber sowas von. Stimmt, du hast hier... Oh, das ist aber, glaube ich, nur um die Plattform da zu bewegen, richtig? Yeah. Und die Bombe habe ich, glaube ich, dafür benutzt, um den Käfig zu öffnen. Yep, ist also irrelevant. Weil das habe ich bereits gemacht. Ich denke mal nicht, dass das Lamm irgendwo in der Luft sein könnte, oder? Wäre ein bisschen unfair, wenn ja. Das wäre ein bisschen unfair, wenn ja. Da unten war ich auch schon mal. Ich vermute mal, das ist dann nicht hier. Weißt du, was eigentlich nicht verkehrt wäre? Wobei, das kann vielleicht auch eher verwirrend dann sein. Wenn man... bereits eingesammelte Sammelobjekte dann als eine Art Phantom sehen könnte. Weil dann wüsstest du nämlich... Oh, oh, ich kann hier... Wait. Ich glaube, das sollte so nicht gedacht sein, oder? Dass man da auf,
auf der Schiene da stehen kann. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so gedacht, dass man da auf der Schiene stehen kann. Ich kann nichts mehr erkennen. Ja. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn man die vielleicht als eine Art phantomhafte Erscheinung, Silhouette irgendwie sehen könnte, weil dann wüsstest du, dass du hier in dem Gebiet dann scheinbar alles hast? Eventuell? Kann sich so in der Richtung halt, okay, warte mal, ich habe jetzt hier überall irgendwelche Items eingesammelt, aber hier wirkt es irgendwie so, als wenn das sehr leer wäre. Hm. Habe ich hier vielleicht ein Item, was ich suchen müsste? Aber ich glaube, das... What? Ah. Die Kamera ist in dieser Wolke drin. Aber ich glaube, das wird nicht so viel bringen, weil... Du würdest dann so... Ah, egal. Weil du würdest so oder so nicht wissen, ob du jetzt alle hast. Du hättest dann vielleicht das Gefühl, okay, ist hier jetzt die Stelle, wo ich irgendwas vermisst habe? Weil das wirkt hier gerade so, als müsste hier irgendwo ein Item sein. Ach, verdammt, ich kann das nicht machen. Ich brauche die Shotgun. Aber das macht ja gar keinen Sinn, weil du weißt ja nicht mal, wo überhaupt Items sind. Also kann ja zum Beispiel hier jetzt irgendwo ein Item sein. Wüsstest du das jetzt, wenn du jetzt diesen Phantom hättest? Nö. Du wüsstest das überhaupt nicht, wenn du dieses Phantomartige hättest. Meine Güte. Ich hätte wesentlich früher schießen müssen. Kann das sein? Warum ist der Strom aus? Sag mal, ich bin... Okay, ich muss zielen. Ja, ich kann nicht einfach wie in den älteren Doom-Teilen das machen. Geht schlecht. Warum ist das hier? Warum ist das hier? Warum hat das kein Seil? Hat sich da ein Bug eingeschlichen? Ich vermute ja, dass es hier unter diesen Plattformen ist, aber... Vielleicht ist es auch oben bei der Villa? Ich meine, im Endeffekt kann es überall sein, also... No! No! Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Teil weggeht. Ah ja, klar, jetzt haust du wieder von meiner Nase ab. Sag mal. Geht's noch? Ich bin hier gerade schwer beschäftigt. Ich muss irgendwelche Sammlerobjekte finden, die ich nicht finde. Weil die überall sind. Und gleichzeitig nirgends. No! Wie kann ich draufstehen und gleichzeitig nicht draufstehen? Wie geht denn das? Wie kann ich draufstehen und dann gleichzeitig nicht? Geht doch nicht.
Oder ist es vielleicht doch hier irgendwo unten? Ah, verdammt. Ui, ich bin noch am Leben. Okay. Nee, da ist nicht. Und ich glaube, hier habe ich schon mal versucht... Habe ich da was gesehen? Nee, da ist nichts. Hier ist nur der pinke Tod. Was brauche ich denn eigentlich überhaupt noch? Ein Lamm, ja, ne? Ja, ne? Halt. Ich brauche nur noch ein Lamm. Und das dämliche Lamm ist wo? Was? Da, fress seine Bombe. Au. Echt jetzt? Kannst du die nicht zurückwerfen? Doch, kannst du. What? Oh, okay. Meinst du vielleicht irgendwo hier? In dem Part, wo ich die ganze Zeit nur rumballerte? Ich meine, das wäre ein guter Moment, um irgendwo was zu verstecken, was man jetzt nicht so auf Schnelle sieht. Aber ich sehe hier nichts. Ist es dann irgendwo um oder beziehungsweise an oder in der Villa oder auf der Villa? Oh, stimmt. Ich habe gar nicht auf der Villa mal nachgeguckt. Au. Definitiv über der Villa. Ich bin da nämlich nie gewesen. Ich sehe einen Lamm. Au. Meins. Oh, kann ich jetzt aus dem Level abhauen, ohne dass ich meine Sachen verliere? Wäre toll, wenn ja. Wie komme ich hier nochmal raus aus dem Saftladen? Das war das, ne? Cool! Abgeschlossen! Nice! Sehr nice. Ah, okay, das sah einfach nur sehr, sehr eigenartig aus. Ne, wobei... Ja doch, das sah irgendwie komisch aus. Ich glaube, sein Hut war irgendwie verschoben. Sein Hut war irgendwie komisch verschoben gewesen. Na gut, dann mal auf zum Wal und mal da die letzten Objekte holen. Wie viele fehlen da? Da fehlt nur ein Lamm. Okay. Ich habe übrigens einen Clip gesehen gehabt von der früheren Version des Spiels. Diese Aktivisten hier waren Gegner, die man aktiv bekämpfen konnte. Waren also jetzt nicht irgendwie jetzt einfach nur irgendwelche Aktivisten, die gegen irgendetwas sind oder so oder für irgendwas. Sondern die hattest du wirklich bekämpfen können. Die haben dann quasi einen mit ihrem Schild dann quasi über die Birne ziehen wollen. Kann ich eigentlich auch einfach mit dem Kopf durch die Wand? Ja, kann ich. Cool. Verdammt. Ich hoffe mal, dass da jetzt kein Lamm war. Kann man da in die Ecke? Nö. Aber die Zimmerpalme hier, die ist komisch am Zucken.
Die hat Zuckungen, die Zimmerpalme hier. Weiß der Geier, was mit der ist. Die fühlt sich eingeengt scheinbar. Der ist immer noch relativ viel am Labern, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Yeah. Bye! Wow. Ja gut, ich meine. Cool. Map abgeschlossen. Oder zumindest das Sublevel abgeschlossen. Das ging ja fix. Echt jetzt? Das war direkt unter mir am Anfang? Frage ich mich, wie das jetzt dann da bei der Kanalisation aussieht. Wenn man diese Stimme da kurz hört, da denke ich irgendwie, warum zum Geier ist hier plötzlich Minion am Labern? Aber das hört sich so ähnlich an. Ich hoffe, ich finde das schnell. Ich hoffe sehr, dass ich das schnell finde. Dass ich die ganzen Objekte schnell finde. Ich habe vorher schon mal gesagt, aber ich habe echt keinen Nerv, hier eine halbe Ewigkeit herumzusuchen. Was suche ich überhaupt? Eine Dose und eine Mieze. Eine Dose und eine Mieze. Ist irgendwas noch zu sagen oder so? Nö, ne? Du hast nichts Interessantes zu sagen. Kann ich da rein bei dir? Oh, wow, okay. Die Mieze haben wir schon mal. Mal eben schön die Mieze in der Toilette / Essensvorrat von dem pinken Klops gefunden. Wird jetzt also nur noch die Dose Candy Meat. Die keine Ahnung wo ist. Ist sie das? Oh wow. Bin ich hier wirklich nie reingegangen? Bin ich da wirklich nie reingegangen? Bin ich einfach geradeaus einfach nach... Ja, ich bin einfach schnurgeradeaus nach vorne gegangen. Und ich habe das nie bemerkt. Das ist so ein riesen Loch in der Wand und ich hab's nicht bemerkt. Ey, selbst wenn ich mehr... selbst wenn ich 20 Augen hätte, ich hätte keinen Plan, wo ich bin. Scheinbar. Oh Mann, ey. Aber gut. Sashimi bucht... Komplett abgeschlossen, richtig? Ja, Sashimi-Bucht ist komplett abgeschlossen. Sehr nice. Dann kann ich ja jetzt von hier abhauen. Und zum Genussgipfel gehen. Da habe ich ja auch noch ein paar Sachen zu finden.
Haben wir irgendwo einen Teleporter in der Nähe? Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, auch ziemlich Latte, oder? Ich bin so nah schon am Anfang wieder. Oh, gut, da haben wir einen Teleporter. Die paar Meter. Als wenn ich gerade mit dem Auto zum Supermarkt gefahren wäre. Aber ist der Supermarkt gerade mal fünf Minuten Fußweg entfernt. Warum zum Geier macht man sowas? Ich meine, gut, wenn du Großeinkauf machst vielleicht, ja gut, aber... Oder einfach einen Einkaufswagen. Oder so.